Ja, Maurice Ex-Lager, heute erste Trainingseinheit für die Saison 2011-2012. Wahnsinn, oder, was hier sich heute abgespielt hat von den Zuschauern her. Ja, ich weiß nicht, wie viele offiziell da waren, aber es waren schon jede Menge. Ich denke, letztes Jahr waren nicht so viele da, heute waren die ja rund ums Feld eigentlich vertreten und war eine schöne Sache, ist ein guter Start für die Saison und ja, wir hoffen, dass wir den Schwung mitnehmen können. Ja, in der letzten Saison hast du einige Male schon Profiluft geschnuppert. Diese Saison ist dein Ziel sicherlich Stammspieler zu werden, beziehungsweise öfters in die Mannschaft zu rücken, oder? Ja, natürlich. Das Ziel eines Spielers muss es sein, dass man so oft spielt wie möglich. Und das werde ich auch dieses Jahr anpeilen und dann werden wir sehen, was daraus wird. Dass man nochmal ins DFB-Pokalfinale kommt, scheint sicherlich unrealistisch zu sein. Allerdings habt ihr jetzt einen leichten Gegner mit Babelsberg, aber man muss ihn trotzdem ernst nehmen, oder? Ja, ich denke, die dritte Liga ist in Deutschland schon eine sehr hoch angesehene Liga. Gute Mannschaften spielen, das sind die Spiele, die ich unterschätze. Und natürlich möchte man, wenn es geht, jedes Jahr ins Finale kommen, aber es wird natürlich Jahr um Jahr schwerer. Die Fans nennen dich gerne Hooligan. Wie ist das zustande gekommen, wenn wir mal nachfragen dürfen? Das weiß ich selber nicht. Also ich habe schon nachgeforscht und auch von einigen Fans da etliche Varianten gehört, aber welche jetzt wirklich stimmt, weiß ich auch nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Ja.